Im neuen Update warten zwei neue mythische Units auf uns. Arachnid Militant Toilet und Military Mutant Toilet Girl. Beide Units sind normale Mythic Units ohne irgendwelche besonderen Fähigkeiten. Arachnid hat 36.000 DPS, während Military Mutant Toilet Girl 55.000 DPS hat. Wir werden natürlich beide Units auf die Probe stellen und versuchen im Endless-Modus, soweit es geht, mit Autoskip zu kommen. Ich teste die Units, damit ihr wisst, ob sie sich lohnen und ob ihr dafür sammeln sollt. Oder ob ihr euch lieber mit anderen Units auf den Weg in den Endless-Modus und somit eventuell auf den Weg in die Rangliste macht. Lasst also gerne einen Daumen da und abonniert gerne rein. Und ich würde sagen, wir legen los. Ja Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir gehen heute her, meine lieben Leute, und heute können wir hier in der Basic Crate die Military Mutant Toilet und in der Mythic Crate die Arachnid Militant Toilet ziehen. Wir hauen erstmal natürlich wieder den Luck Boost rein, meine lieben Leute. Nein, ich will keinen Luck Boost kaufen. Ich habe doch schon einen. Achso, und ich mache auch gleich wieder den Coin Boost an, ne? Das mache ich auch. Und wir machen auch den Endless XP Boost, den lasse ich jetzt mal. So, wir gehen hier rein. So, die mythische Crate Arachnid, 4,5%. Wir sammeln einmal rein. Und wir haben niemanden. Ich habe 125.000. Das heißt, ich hoffe, ich kriege die dann auch entsprechend. Sonst wäre das ziemlich schlecht. Das wäre sonst ziemlich schlecht, vor allem, weil die mythische Unit gar nicht so krass ist. Und da haben wir sie schon. Sehr nice, okay. Dann können wir nämlich umswitchen zur Basic Crate. Und hier gibt es nämlich Military Mutant Toilet. Und die werden wir uns natürlich auch direkt mal hier reinsammeln jetzt, Leute. Godly einfach. Okay, nice. Okay. Gut, ich habe einfach einen Godly gezogen. Upgraded Titan sind im Moment 0,03%. Ja, wenn ich so viel Glück jetzt hätte bei der anderen Crate, ne, dann wäre es natürlich schon wild. Ziehe ich hier einfach einen Godly raus, Leute. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich spinne wirklich. Jetzt pass auf, jetzt kommt der Mythische. Der kommt gleich rein. Ich kann es spüren. Ich kann es fühlen, Leute. Ich fühle es jetzt schon. Ich fühle, dass der Mythische direkt rankommt jetzt. Na los, come on. Ich will hier eine Testung machen, wisst ihr? Ich will die zwei testen. Ich will schauen, wie OP die sind oder eben nicht. Oh mein Gott, komm schon, ich will nicht so viel ausgeben hier. Bitte gib mir jetzt die mythische, Bro. Freunde, da kommt irgendwie nichts, ne? Also ihr seht das selber. Ich kann schon nicht mehr reden, Freunde. Was ist denn hier los? Warum kommt denn hier keine mythische rein? Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Ist das dein Ernst? Ich habe einen verdammten Luckboost aktiv. Oh Mann, Leute. Mein sauer Erspartes hier. Es geht einfach weg. Ey, guckt euch das an. Und da frage ich mich dann, wie soll das jemand machen, der nicht so viel Kohle hat hier unten? Oh Mann, der kriegt die doch nicht. Das gibt's nicht, Leute. Ey, wenn ich hier runtersammeln muss bis null, ne? Das ist mir egal. Ich muss die haben. Das geht. Das gibt's doch gar nicht. Das kann ja nicht wahr sein. Dankeschön. Dankeschön, dass ich mal den Military Mutant bekomme. Ach Gott. Holy hell, Leute. Holy hell. Das kann ja wirklich nicht wahr sein. Okay, gut. Alles klar, Freunde. Wählen wir die jetzt natürlich auch mal aus. Warte mal. Wir unequippen mal den Green Laser. So. Und wir unequippen mal den Titan Fan. So. Wir machen hier Arach. Nied rein, 500 kostet die. Military Mutant Toilet Girl, okay, die ist ziemlich teuer, ja. Okay, wir machen auch den Barrett rein, damit wir hier alle, oder beziehungsweise die beiden, die zusammengehören haben. So, wir machen noch eine Juli Crate auf hier. So, die wird natürlich nicht groß, ganz klar. So, machen wir hier noch zwei von denen hier auf. Zack, okay, ist auch wieder nichts drin. Jo, Leute, also, ne, das Glück habe ich hier nicht gepachtet. So, alright, gut, dann, warte mal, habe ich hier noch irgendwas, was ich claimen kann? Nö, habe ich nicht. Eigentlich diese Bunny-Crate-Geschichte, die kann ich eigentlich auch irgendwann mal öffnen. Die sind sowieso nichts wert. Na gut, egal. Wir warten mal ab, ob die vielleicht irgendwann doch noch ein bisschen mehr wert werden. So, Leute, alright. Ich bin mir gerade nicht sicher, was ich als erstes setzen soll. Ich glaube, wir setzen als erstes mal die Arachnid. Oh mein Gott, die sieht irgendwie sehr wild aus. So, die hier sieht auch sehr wild aus. Die hat schon eine Range des Todes. 55.000 DPS. Damage macht die, ja, sonst hat die aber nichts, ne? Die macht Single-Damage, der macht Single-Damage. Ja, also so viel. Viel ist es nicht. So, wir machen den hier hin. Das können wir von Anfang an direkt machen. Na, jetzt habe ich keinen Center hingestellt, aber das ist auch egal. Dann machen wir erstmal die Centers ran und ja, dann werden wir auf jeden Fall hier mit DJ TV Man arbeiten, Leute. Den werde ich dann hier so hinstellen. Und dann werden wir mal gucken, dass wir hier im Umkreis
alle reinmachen können. Aber was mich ein bisschen irritiert, ist, dass die nichts anderes können. Also bei Military Mutant Toilet Girl hätte ich schon gemeint, dass die vielleicht irgendwie noch eine zusätzliche Ability hat. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von den Units haltet, ja. Aber ich dachte auf jeden Fall, dass die eine andere Ability hat. So, Leute, jetzt sind die Schnellen hier da. Das heißt, wir werden jetzt Mutant Girl setzen hier. So, die ist auch direkt dann gleich in der Range drin. Vom DJ. Oh, die hat einen dicken Laser hier. Das ist sehr wild. Zack. Ui, da kriegt sie direkt den Helm. Schaut euch das an. Oh, guck mal, wie schnell die Range hier nach oben geht. Alright, gut. So, dann, warte mal, kann ich hier noch upgraden? Ja, hier den Center. Dann kann ich auch Arachnid direkt mal setzen. Weiß gar nicht, was die macht. Irgendwie. Oh mein Gott. Oh Gott, das sieht ultra cursed aus, Leute. Das sieht übelst verflucht aus. Also mal ehrlich, das sieht sehr komisch aus. Gott, was ist das denn? Na gut, okay. Ich bin sehr gespannt, was du so kannst. Ich bin sehr gespannt, was du drauf hast. Military Mutant Toilet Girl macht auf jeden Fall schon mal alle weg. Das ist schon mal sehr wild. Ui, guck mal, er hat hier einmal reingestochen. Das ist auch wild. So, warte mal, wir müssen die Centers upgraden. Brauchen Kohle. Die sind nämlich gar nicht so billig, die Kollegen, muss ich sagen. Vor allem nicht, weil ich schon wieder 15.000 Units auf einmal gesetzt habe. So, 2.500, okay. Teuer. Den Barrett Cameraman graden wir noch nicht ab. Das machen wir noch nicht. Wir warten noch kurz. So, ich mache hier nochmal die beiden. Jawohl. So, jetzt sollte eigentlich genug Kohle dann reinkommen, damit wir den Kollegen hier upgraden können. Damit der schon mal ein bisschen mehr Range dazu bekommt. Oh, holy Lord. Oh, holy Lord. Das sieht ja gleich ganz anders aus. Ne? Davor eher so wie so, wie so eine Horrorgestalt aus so einem Horrorfilm oder so. Jetzt sieht sie eher aus wie so eine Toilet Tower Unit. Toilet Tower Defense Unit. Okay, pass auf. 2000 brauchen wir. Wir müssen auch den DJ upgraden. Natürlich alle mit einem Push vom DJ TV Man. Ist ja ganz klar, Leute. Ne? Wichtig und richtig auf jeden Fall. Wir wollen ja wissen, was die maximal leisten können mit einem Push. Und eigentlich hätte ich noch eine Range Unit mitnehmen müssen. Das hätte ich eigentlich auch noch machen müssen. Wenn wir die mal mit einer Range Unit testen sollen, dann schreibt es auch gerne mal in die Kommentare rein. Aber ich habe lieber die Repair Unit dabei, weil wer weiß schon nicht, dass da noch was passiert. So, bevor wir die Centers weiter upgraden. Weil ich glaube, da kommen die jetzt relativ gut zurecht. Alleine schon hier mit den Klingen der Arachnid, da haben die eher Angst. So, bam, jawohl, maximal. So, dann graden wir ihn noch einmal ab. Dann macht er auch nochmal mehr Damage. Und jetzt können wir ganz gechillt warten, bis wir ein bisschen mehr Kohle haben und einfach hergehen und dann die Centers upgraden, Leute. Und ich glaube, also ich würde mal prophezeien, so bis Wave 50 kommen wir auf jeden Fall im Autoskip mit diesen drei Units safe. Wenn nicht sogar weiter, wenn ich jetzt noch ein paar Barretts setze, dann sollte das auch mit den Barretts möglich sein. Er sticht mit seinen zwei vorderen Dingern zu. Aber das sieht trotzdem sehr wild aus, die Unit. Schon ein bisschen furchterregend. Warte mal, ich setze auch eine Repair-Unit direkt hier rein. In die Mitte. 10.000 kostet das nächste Upgrade. Das ist schon wieder brutal. Das ist schon wieder brutal. So, zack, Center. Und ich weiß nicht, ich glaube Level 7, 8 meine ich, ist glaube ich Quatsch. Ich lasse das mal so jetzt. Ich glaube Level 8 ist blödsinnig. Wir werden auf jeden Fall von dem Barrett alle vier setzen, weil der halt am meisten DPS macht. Und ich glaube dann nur noch Military Mutant Toilet Girls. Außer die haben auch eine Begrenzung, das weiß ich nicht. So, 4000, wir machen mal den Barrett hier aufs nächste Level. Gucken wir mal, wie viel wir da setzen können. Ich finde das so nice, wenn er seine Klopapiergranaten wirft, Leute. Gibt es demnächst dann auch irgendwo als Spielzeug zu kaufen, Freunde. Klopapiergranaten. 100 pro. Ganz safe. Ich weiß gar nicht, welche Unit ich hier als erstes upgraden soll. Vielleicht das Toilet Girl, hä? Dass wir die auf Max haben hier. Ui, ach guck mal, da kriegt die auch solche Dinger. Ja, genau. Und damit kann die auch zustechen. Aber dass die keinen Slow hat oder irgendwas zusätzliches, das finde ich so schade. Das ist halt einfach nur eine ganz eine simple, mythische, die halt irgendwie nichts allzu Besonderes hat. Stellt euch vor, die wird im nächsten Skibidi Toilet-Episode, ich wollte gerade Tower Defense sagen. Stellt euch vor, die wird in der nächsten Skibidi Toilet-Episode ultra OP, dann müssen sie sie nachupgraden. Die wissen ja eigentlich gar nicht, was die macht. Nur, dass die halt so ein bisschen fliegen kann und so. Ja, gut. Aber vielleicht kriegt die auch noch, weil die hat 60 Range, vielleicht kriegt die auch noch ihren Jetpack. Muss sie eigentlich, weil sie ist in der Episode 75 geflogen. Insofern, okay. Alright. Aber das wäre jetzt zum Beispiel halt eine Sache gewesen, ne? Aber warte mal, vielleicht macht sie das auch in der Range. Vielleicht hovert sie dahin. Schauen wir mal. Nee. Schau mal, warum fliegt die nicht hin? Das hätten die doch machen können, oder? So über die ganze Range. Das wäre doch richtig wild gewesen, wenn die dahin fliegen würde. Also ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit meckern. So, er ist auch maximal. Okay, er hat zwei. Er hat so Sägen jetzt noch. Okay.
Er macht halt nur 36.000 DPS. Was machen diese Sägen? Okay, kein Dunst, Leute. Aber was ich sagen kann, ist, dass sie ziemlich schnell fertig machen. Zumindest jetzt noch. Gut, dann machen wir den Barrett mal. Also, ich hätte mir da ein bisschen gewünscht, ne, dass das ein bisschen mehr gewesen wäre. Also, die hätte ja ruhig mit dem Laser vor allem so ein Slow reinbringen können, oder? So einen kleinen, leichten Slow, so. Weiß ich nicht, 50% oder 25% Slow. Das wäre doch eigentlich ganz cool gewesen. So, dann machen wir ihn hier. Er ist mit Abstand der teuerste. Dann machen wir hier noch die Repair Drone, damit die auch noch ready ist. Ready to rumble. Sonst ist sie schon eine coole Socke. Steht einfach nur da und feuert. Die ballert da einfach nur rein. Wo ist denn die Repair Unit jetzt? Hier, kann ich die einmal hier auf maximal bringen. Zack. Dann ist die schon mal fertig. Dann machen wir ihn hier noch auf maximal. Dann setze ich hier alle hin, bis es nicht mehr geht. Und dann mache ich mit ihr weiter. Der Cooldown ist halt krass, ne, von ihm. Die sind eigentlich von allen ziemlich gut. Laser-Units haben immer einen krassen Cooldown. 12.000. Kriegen wir hin. Na komm. Bitteschön. I need a wave skip, please. Würde gern mehrere von denen setzen. Ich glaube, ich setze erstmal von ihr hier. Ich glaube, ich setze erstmal nochmal eine von ihr. Zwar hier hin. Weil die sind doch ein bisschen schneller. Macht zwar overall trotzdem nicht mehr Damage wie der andere Dude, aber. Oh Mann, guckt euch das an. Aber ist ein bisschen günstiger. Und somit kriegen wir auf kurze Zeit kurz mal mehr Damage, weil es eben günstiger ist. Wenn ich die auf Vordermann kriege, statt den hier. Insofern uns die Toiletten lassen, außer sie überrennen mich jetzt und machen mich komplett kaputt, dann kann das natürlich sein, dass das nicht funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Aber das werden wir gleich sehen. Ist aber auch krass, ne? Es gibt schon viele. Also es gibt schon 102.000, da gibt es schon 51.000. Schon wieder sehr wild, Leute. Was ihr hier schon wieder reingrindet und macht, ja. Krass, hat auch 170.000 Spieler, glaube ich, das Game aktuell in der Spitze. Nach dem Update. So, Welder Toilet, ist kein Problem. Genau, so, das meinte ich. Jetzt habe ich es nämlich schon auf maximal, muss da nicht so allzu viel Geld ausgeben und kann auch direkt wieder die nächste setzen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir alles in der Range vom DJ machen. Sonst ist das natürlich dann irgendwann mal sehr schlecht. Den hier stelle ich, warte mal, ich mache mal eines kurz. Ich stelle den hier in die Mitte. Wir machen hier so eine richtige, oh Mann, jetzt habe ich da eine Repair Unit hingestellt. Dann machen wir es so. So, dann ist der schon mal weg. Dann kann ich mit dem Platz schon mal arbeiten. So, dann machen wir die hier noch hin. Wird schon. 7 Stück kann ich noch setzen. Schauen wir mal. 10 eigentlich dann. Ohne den Center. Weil das sind jetzt Units, die sind erreichbar. Ne? Die könnt ihr sammeln. Auch wenn ihr gerade selbst gesehen habt, dass der Sammeln sehr lange gedauert hat. Aber die könnt ihr sammeln. Die könnt ihr kaufen. Ja, für Robux, die nicht zu teuer sind. Die sind erreichbar. Ja, gut. Ohne DJ TV Man. Aber mit denen kann man im Endless vorwärts kommen. Das ist ja jetzt eben der Hintergrund. Und das ist jetzt eben genau das, was wir eben ausprobieren wollen. DJ habe ich ja immer dabei, Leute. Ich weiß schon, ihr habt den nicht, aber... Oder die meisten haben ihn nicht. So muss man das sagen. Alright, so, es wird, glaube ich, Zeit, dass ich mal einen von den Barretts weiter upgrade. Na, kommt! Skip die Wave, bitte. Jawohl. Oh Mann, guck mal, die kommen schon weiter jetzt. Ja, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. So, wir graden mal alle ab hier. Ja, weil die alle pennen jetzt. Wo ist denn die Repair Unit? Was machst du denn? Oh mein Gott. Oh no, Leute. Das war's, ne? Das war's. Jo. Das war's mit Autoskip, ne? Also, ich mache das immer im Autoskip, weil ich eben sehen will, wie die Units performen. Ohne Autoskip ist das, ja, viel easier. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas aufhalten können. Aber die 2 Millionen Laser Scientist Toilet, die kommt durch. Da können wir jetzt machen, was wir wollen. Das funktioniert leider nicht. Obwohl wir gut abziehen, aber das klappt leider nicht, ne? Ja, wir sind tot, Leute. Okay, gut, alles klar. Wave 47 ist aber fast 50, so wie ich es gecallt habe. Ja, insofern ist das eigentlich relativ gut. Also, sind gute Units. Ich hätte mir mal gewünscht, dass da irgendwie noch irgendwas anderes dabei ist. Ne? Also, eine andere Ability, meine ich. Weil
Und lass das doch mal anschauen hier. Ja, die haben gar nichts. Die haben einfach gar nichts. Also, die haben kein Slow, die haben null. Also wirklich null. Und wenn wir uns die anderen so anschauen, die jetzt hier in letzter Zeit gekommen sind, die hatten halt immer irgendwas, ne? Gut, er jetzt vielleicht nicht. Ja, aber hier, schauen wir, Slowing. Gut, der hat auch nichts hier. Aber die meisten haben halt irgendwas und die haben halt gar nichts. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt. Aber es ist so, Leute. Es ist so. Wir können es nicht beeinflussen. Wir können nur schmunzeln, meine lieben Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Schreibt mir unten mal gerne in die Kommentare, wie ihr die Units findet, ob ihr sie schon habt und wie weit ihr vor allem damit im Endless gekommen seid. Ohne Autoskip, ohne so verrückt zu sein wie ich. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video, Leute. Ich freue mich auf euch. Bis dann, Leute. Haut rein und ciao.